Ein dreijähriges Mädchen, 1936 auf dem alten Markt in Jever. Eva Hirche. Auf dem Schild hinter ihr: Die Juden sind unser Unglück. Eva stammt aus einer Ehe zwischen einem Christen und einer Jüdin. Eva galt als Mischling ersten Grades. Das ist die NS-Bezeichnung für Halbjüdin, bitte die Anführungszeichen. Und diese Familie hatte sehr früh mit Diskriminierungen in Jever auch zu tun. Hartmut Peters und Volker Landig vom Gröschler-Haus, dem Zentrum für jüdische Geschichte, machen Schicksale wie das der Hirches öffentlich. Vater Adolf, Elektroniker. Mutter Erna, bürgerlich, hat mit ihrer jüdischen Religion wenig im Sinn. Ihre Tochter Eva lassen sie evangelisch-lutherisch taufen. Judenziege war so der Begriff, der solchen Kindern nachgerufen wurde. Und wenn Mitschülerinnen oder Mitschüler so etwas zu den Kindern sagten, war das ja nicht deren Erfindung, sondern sie hatten solche Sprache zu Hause irgendwie gelernt in ihren Elternhäusern. Im friesischen Jever leben 220 Bürger jüdischen Glaubens. In der Reichspogromnacht 1938 brennt auch ihre Synagoge. Gut ein Jahr später werden alle Juden aus der Stadt vertrieben. Erna Hirche darf bleiben, weil sie mit einem Christen verheiratet ist. Doch im März 1940 hängt man ihr eine Straftat an. Sie war dann die letzte Jüdin quasi in Jever und es gab einen Brand in einem Zimmer, das nicht benutzt wurde. Und sie wurde beschuldigt der Sabotage, weil über diesem Zimmer ein Büro der FLAG war. 8 Monate sitzt sie in Jever im Gefängnis. Nach der Entlassung taucht sie mit ihrer Tochter unter. Sie wohnen unter anderem bei Verwandten in Hamburg. Aber auch dort sind sie nicht sicher. Ein Teil der Familie wird später nach Auschwitz deportiert. Über Oldenburg fliehen die beiden zurück nach Jever. Ihr Mann Adolf hat ein Versteck für sie. Auf dem Dachboden des Konzerthauses. Dort ist er Filmvorführer. Erna Hirche und die kleine Tochter Eva sind hier mit eingezogen. Zunächst einige Monate, ungefähr 4 bis 5 Monate ohne polizeiliche Anmeldung, also heimlich. Die Historiker wussten von einem Versteck, aber dass dieses noch existiert, ist neu für sie. Betreten dürfen sie es nicht, Privatbesitz. Wir haben auf diesem engen Raum von vielleicht 6 Metern Länge und 3 Metern Tiefe unter der Schräge des Daches gelebt. Das war auch noch wohl einmal unterteilt. Und es hat sich wohl im Hintergrund noch ein Hinterraum dieses Verstecks befunden. Der Kinobesitzer meldet der Gestapo das Versteck. Doch eine Sekretärin in Wilhelmshaven gibt den Hinweis nicht weiter. Glück für die Hirches. Die meisten Leute, von denen wir hier wissen, dass sie da gelebt haben in der Straße, waren durchaus Nazis. Aber irgendwo hat es auch wohl noch eine menschliche Dimension gegeben, die wohl auch der Tatsache geschuldet war, dass es sich da schließlich um ein kleines Kind handelte. Im Januar 1944 melden sich Erna und ihre 11-jährige Tochter offiziell beim Amt der Stadt Jever an. Warum, weiß niemand genau. Ein Fehler, wie sich herausstellt. Im Februar 1945 hat sie sich die Pulsadern aufgeschnitten. Hintergrund, die arisch verheirateten Jüdinnen Jevers hatten den Deportationsbefehl nach Theresienstadt. Aber Erna hat durch glückliche Umstände überlebt. Ein Arzt half ihr. Erna stirbt 1959, vom Schicksal gebrochen. Tochter Eva wandert nach Israel aus, heiratet dort und arbeitet als Journalistin und Übersetzerin. Sie verstirbt 2016.